davon gehen wir mal über zum spaßigen Teil. Ich habe ihn ja versprochen, und zwar, wie kann man so ein bisschen mit dem Bild Spaß haben, eventuell ein bisschen professioneller wirken. Also es kommt natürlich darauf an, was ihr habt, aber möglicherweise hilft das ja doch schon so ein bisschen. Und ja, was wir dafür brauchen, ist ein bisschen Software. Da gehen wir mal gerade zum Bildschirm rüber. Und die Software, die nennt sich OBS Studio. Das ist Open Broadcaster Software, heißt das Ganze hier. Gibt es, wie ihr sehen könnt, für so ziemlich alles. Windows, Mac OS X oder Mac OS 10, 13 Plus und Linux. Für Windows gibt es hier ein passendes Setup für alle aktuellen Systeme. Also ich hoffe, ihr habt kein Windows 7 mehr, das wird ja nicht mehr supported. Mac OS X, keine Ahnung, ist eine DMG-Datei, kann man glaube ich installieren. Ich habe gesehen, dass es wohl funktioniert. Linux, guckt in eure Paketquellen. Ihr habt ja meistens einen Paketmanager unter Debian und Ubuntu zum Beispiel, Apt, unter Arch, Pacman und so weiter und so fort. Meistens ist es damit dabei. Einfach das installieren, dann seid ihr auf einem guten Weg. So, was ist dieses Open Broadcast Software? Das ist eigentlich dafür gedacht, ja, Livestreams zu machen. Hauptsächlich zum Beispiel zu Twitch, zu YouTube oder ähnliche Sachen. Aber man kann es auch für Videokonferenzen nutzen. Wie das geht, zeige ich euch dann mal. Und zwar, wenn wir das hier das erste Mal aufmachen, dann sieht das hier so aus, respektive ihr werdet wahrscheinlich beim ersten Mal das hier bekommen, Autokonfigurationsassistent. Da könnt ihr dann hier sagen, für was soll optimiert werden, für Streamen, fürs Aufnehmen oder ich werde nur die virtuelle Kamera verwenden. Für Videokonferenzen würde ich das hier sagen, ich werde nur die virtuelle Kamera verwenden. Wichtig dabei, guckt, dass ihr die aktuelle Version drauf habt. Wenn ihr es schon mal benutzt hattet, eventuell mal updaten. Die virtuelle Kamera ist relativ frisch dazugekommen in der Build-In-Version. Von daher, ja, einfach einmal weiterklicken und er guckt sich jetzt hier automatisch an, was schafft euer Rechner so an Leistung, an Auflösung. Bei Rechnern mit Intel-CPU ist das eigentlich überhaupt kein Problem, weil die haben fast alle, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, so Stream-Codierung in Hardware drin. Da kriegt jeder noch so günstige Laptop wahrscheinlich 1080p locker hin. Und 1080p ist mehr als das, was ihr online braucht. Gut, dann machen wir hier mal Einstellungen übernehmen und alles ist leer. Wieso? Naja, wir haben halt noch nichts hinzugefügt. Das wollen wir dann jetzt machen. Wir lassen jetzt erstmal hier die Szenen außen vor. Das ist nur interessant, wenn ihr mehrere Szenen machen wollt, also verschiedene Sachen präsentieren wollt in verschiedenen Arten. Zum Beispiel so für Bild in Bild und dann mal nur Präsentation oder so. Das kann man da drüber machen. Kommen wir gleich zu wichtiger Quellen. Wir haben bisher noch keine Quellen, also soll man bitte Plus drücken. Klingt gut. Und was wir jetzt hier hinzufügen, das kommt ganz drauf an, was ihr für ein Betriebssystem habt. Unter Windows heißt es Videoaufnahmegerät. Unter Linux findet ihr ein V4L2 oder V4L Videoaufnahmegerät. Da dann jeweils draufgehen. Könnt dann hier einen Namen erstellen. Standardmäßig Videoaufnahmegerät. Ich nenne es jetzt mal Kamera. Extern. Dass ich später nochmal weiß, was das ist. Klicken wir OK. Als erstes wählt man dann hier oben aus, welches Gerät man benutzen möchte. Bei mir ist es jetzt hier diese QuickCam, die alte. Normalerweise ist es das dann auch schon komplett fertig. Hier oben sollte das Bild ankommen und ihr könnt einfach OK klicken. Hier bei der Kamera klappt das leider nicht. Hier muss ich ein bisschen rumhantieren mit der Auflösung und so weiter, dass der das passend nimmt. Und das sieht doch schon besser aus. Jetzt haben wir dann hier auch passend Bild. Gut, ihr könnt ja mal durchgucken, was es hier sonst noch gibt. Das meiste, wie gesagt, normalerweise muss man hier nichts drin anpacken. Man kann jetzt zum Beispiel noch bei Video konfigurieren, bei vielen Webcams dann irgendwie sagen, okay, wo soll der Fokus liegen? Wie soll es mit der Helligkeit aussehen? Das kann man alles einstellen, wenn man das möchte. Der Einfachheit halber lasse ich das jetzt einfach mal alles auf Standard, klicken einfach auf OK. Jetzt hänge ich hier so in der Ecke. Das hat damit zu tun, dass wir eben ja schon gesehen haben, der hat das auf 1080p konfiguriert. Die Kamera macht halt bei mir kein 1080p. Wenn das nicht sauber funktioniert und nicht ausfüllt, könnt ihr entweder hier mit denen das passend auf die Größe ziehen oder es gibt Steuerung F oder Rechtsklick, wo ist es, Transformation und dann hier auf Bildschirmgröße anpassen. Dann wird entsprechend das so gemacht, dass es hier das komplette Bild ausfüllt. So, jetzt haben wir aber noch nichts gewonnen. Ne? Was wir jetzt aber auch machen können, ist Sachen hinzufügen. Noch mehr Sachen. Zum Beispiel, wir können hier ein Bild hinzufügen. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte ein Logo haben, dann mache ich hier Logo und wähle meine Bilddatei. Wenn wir das gemacht haben,
Dann haben wir jetzt hier unser Logo und können das hier fleißig auf dem Bild platzieren, da wo es sein soll. Was ich jetzt auch gerade sehe, ja, doch, ich denke, man kann es sehen. Hier unten ist ein schwarzer Rand von der Webcam. Also ziehen wir die einfach nur ein bisschen größer. So, schieben die ein bisschen hoch. Jetzt haben wir den weißen Rand da auch weg. Ja, diesen, nicht weiß, schwarz. Den schwarzen Rand weg. So, viel schöner. Was können wir noch machen? Wieso könnte das hier hinten wohl grün sein? Yep, ihr könnt auch theoretisch Greenscreen machen. Dazu geht mal hier hin, auf die Kamera, Rechtsklick und da gibt es Filter. Da können wir diverse Sachen einstellen, wenn wir hier reingehen. Unter anderem hier unten, Effektfilter. Und zwar gibt es hier zum Beispiel Bewegung. Können dafür sorgen, dass sich das Ding hier die ganze Zeit bewegt. Achso, wir müssen es einstellen. So, und das wäre jetzt zum Beispiel Bewegung. Macht bei einer Webcam relativ wenig Sinn, es sei denn, ihr wollt Störungen täuschen. Wollen wir nicht, also weg damit. Was für uns wichtiger ist, das ist hier Chroma Key. Mit Chroma Key können wir eine Farbe entsprechend da raus operieren. Ich lasse den jetzt einfach so. Und wir sehen jetzt hier schon, er hat automatisch grün ausgewählt und hat da schon so ein bisschen was gemacht. Ist nicht ideal. Ihr seht jetzt, in meinem Gesicht sind da irgendwie so schwarze Flecken. Das ist nicht so schön. Das können wir ein bisschen regeln, indem wir mit der Ähnlichkeit zum Beispiel rumspielen. Sache ist, es ist wahrscheinlich schwierig, das zu machen. Vor allen Dingen, wenn man halt nur mit irgendwie einem grünen Bettlaken arbeitet und einer Webcam, die absolut nicht hält. Das ist alles nicht ideal. Was helfen kann in vielen Fällen, ist mehr Licht oder eine bessere Kamera. Ihr seht ja hier, die kann das noch nicht mal richtig aufnehmen. Da wird auf einmal hier mein Finger abgeschnitten, weil er die Daten nicht schnell genug durchbekommt. Also das ist eine, da möchte man vielleicht keinen Greenscreen machen. Aber ja, ihr seht, prinzipiell, ich bin soweit ausgeschnitten. Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber schwarz im Hintergrund? Nee. Was machen wir denn jetzt? Wie wäre es denn mit was anderem im Hintergrund? Denn, naja, wir können natürlich zum Beispiel das Bild hier ins Hintergrund legen. Das geht per Drag and Drop. Wir können das hier einfach nach unten ziehen. Jetzt ist das Bild im Hintergrund. Hat sich was geändert? Nö, oder? Doch. Ich kann nämlich jetzt hier mit meiner Hand drüber gehen. Es ist jetzt hinter mir, nicht mehr vor mir. Macht fürs Logo natürlich keinen Sinn. Das heißt, wir holen am besten noch ein Bild dazu. Und was können wir in den Hintergrundbild legen? Gibt es online bestimmt 1000 Hintergrundbilder. Pardon, nicht links, sondern ich mache ein zusätzliches Hintergrund. Und dann nehmen wir hier einfach mal so einen von meinen Standards. Das ziehen wir dann hier auch nach hinten. Und Überraschung, was habe ich denn jetzt im Hintergrund? Ihr seht, hier kann man auch jede Menge rumspielen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier auch einen Filter drauflegen. Farbkorrektur zum Beispiel. Und was ich dann gerne mache, ist das einfach so ein bisschen heller machen, dass das nicht so den Hintergrund da ja, so prominent macht, sodass man das einfach ein bisschen zurücknimmt, vielleicht die Sättigung noch was raus. Hier sieht man jetzt aber auch schön halt hier, dass zum Beispiel hier in dem Bereich von meinen Ohren das nicht sauber ausgeschnitten wird. Hier ist einfach zu wenig Licht jetzt gerade im Raum. Daher ja, ist das nicht so schön. Können wir mal gerade gucken. Bringt mehr Licht was? Oder geht dann alles flöten? Tada! Mehr Licht! Und es wird besser, würde ich sagen. Also, mehr Licht immer gut. Gerade halt bei Webcams, die ja keinen so guten Sensor haben. Gut, wir haben jetzt hier also jede Menge gebastelt und wir können auch noch jede Menge basteln. Ich meine, wir können genauso gut hier eine Bildschirmaufnahme machen. Also zum Beispiel einen kompletten Desktop irgendwie ins Bild bringen. Entweder klein in der Ecke oder im Hintergrund. Selbes geht auch für einzelne Fenster. Oder was auch geht, ist ein Browser. Das heißt, ihr könnt Webseiten im Hintergrund anzeigen lassen. Das machen zum Beispiel viele Streamer dann, um so einen Chat zum Beispiel an der Seite anzuzeigen. Ansonsten, Audio ist theoretisch auch möglich, ist für das, was wir jetzt hier machen, eigentlich nicht so interessant. Es gibt natürlich auch Spielaufnahmen, Medienquellen. Ist aber alles, denke ich, für Konferenzen nicht so interessant. Für Konferenzen ist aber ein Button interessant, nämlich der hier. Virtuelle Kamera starten. Da klicken wir einmal drauf und viel getan hat sich nicht, oder? Außer, dass jetzt hier virtuelle Kamera beenden steht, aber hä? Naja,
Wie der Name schon sagt, ihr habt jetzt eine virtuelle Kamera. Das heißt, gehen wir doch einfach mal auf eine Online-Plattform für Videokonferenzen. Zum Beispiel hier einfach ein random Jitsi. Geben mal ein neues Meeting ein. Und wenn wir jetzt hier gucken, wollen wir zulassen, wollen wir, jo. Und wir sehen jetzt schon, das hier sieht ein bisschen seltsam aus. Das ist die interne Webcam. Die wollen wir nicht. Wir können aber hier zum Beispiel bei Jitsi auf den Pfeil klicken, um eine andere Webcam auszuwählen. Und nach einem kurzen Moment sollte hier unten eine OBS Virtual Camera auftauchen. Und was ist das denn? Das ist unser OBS-Bild, was wir gerade zusammengestellt haben. Und da das halt als virtuelle Kamera erkannt wird, wie jede andere Webcam auch, kann man es in fast jeder Webcam-Software auch verwenden. Also zum Beispiel halt hier in Jitsi. Geht natürlich genauso gut in Microsoft Teams oder Zoom oder was auch immer ihr da gerade für seltsame Dinge nutzt. Und ja, so kann man dann halt ein bisschen professioneller auftreten. Wie gesagt, vielleicht jetzt nicht hier so. Das sieht einfach nur affig aus. Aber ihr seht halt die Möglichkeiten, die da bestehen, wenn man so etwas macht. Im Übrigen nicht verwirren lassen. Die meisten von den Videokonferenzsystemen zeigen euer eigenes Bild spiegelverkehrt. Das heißt, ja, jetzt nicht wundern, hier mein Logo ist zum Beispiel der spiegelverkehrt. Gerade wenn man so Bildschirminhalte streamt, ist das sehr verwirrend, weil man plötzlich irgendwie die Texte rückwärts hat. Und das, sagen wir mal, da haben schon einige angefangen zu suchen, was sie kaputt konfiguriert haben, warum jetzt alles spiegelverkehrt ist. Obwohl es bei den anderen halt richtig rum ankommt. Einfach weil die Systeme halt die Webcam für einen selber immer als Spiegel anzeigen. Ja, wie gesagt, hier so kann man eine Menge machen damit. Und ihr habt ja gesehen, hier kann man im Prinzip alles irgendwie nochmal verschieben, wenn man es anders haben möchte, die Größen ändern. Und das, was man hier macht, das ist quasi auch alles live. Das heißt, wenn wir jetzt mal rübergehen, dann ist auch das Bild hier entsprechend geändert und immer noch die Kamera am Rutschen. Es gibt auch eine Möglichkeit, das anders zu machen. Das ist das mit den Szenen und dem Studio-Modus. So, was wir machen können, ist erstmal Studio-Modus an. Jetzt haben wir plötzlich zwei Bilder. Rechts habt ihr das, was gerade gesendet wird. Das heißt, das ist das, was jetzt in das Jitsi reingeht, was ich eben gezeigt habe. Und links können wir rumhantieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier verschiebe, dann ist das hier im Jitsi noch nicht verschoben. Und erst wenn ich fertig bin mit allem Verschieben, kann ich hier Übergang klicken und der blendet das dann hier rüber. Und jetzt haben wir ein neues Programm. Das heißt, so kann man schon mal Sachen machen. Oder wenn man schon vorab weiß, okay, ich habe immer mal wieder Dinge, die ich zeigen möchte, dann kann man hier eine neue Szene machen. Man kann entweder hier eine komplett leere erstellen. Ich gehe jetzt einfach hin und dupliziere die hier. Duplizieren mit dem Namen Bildschirm. So, dann habe ich nämlich schon mal die ganzen Sachen drin, die ich schon konfiguriert habe. Ist jetzt noch kein Unterschied, aber hier kann ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir machen noch eine Fensteraufnahme rein. Da können wir zum Beispiel das Putty hier uns reinziehen. Ja, das ist schon ganz okay. Ziehen wir das mal größer. So. Also ein bisschen nach links. Machen das im Hintergrund von mir. Zack. Und das hier ist auch uncool. Machen wir den Hintergrund hier weg. Und machen das stattdessen schwarz. Schwarz ist ja Standardfarbe. So. Ja, ich denke, hier so ist das okay. Und ja, was ich jetzt machen kann im Prinzip ist, wir sind ja immer noch auf Sendung mit unserem Hintergrundbild hier, mit dem großen. Das hier mal auch groß. So, das ist jetzt, sagen wir mal, unser Hauptbild. Und ich kann jetzt jederzeit hier sagen, okay, ich möchte lieber das hier. Das ist alles vorkonfiguriert, kann Übergang machen. Und jetzt kann ich dann hier in meiner Videokonferenz, ohne Bildschirm zu teilen oder so, irgendetwas, wieso sehe ich das jetzt nicht? Also, okay, das ist das Jitsi, das schneidet oben ein kleines Stück ab, deswegen. Aber ihr seht, ich kann jetzt hier so irgendwas präsentieren. Und das läuft, wie gesagt, als Videostream, nicht als Desktop-Freigabe. Es kommt immer auf die Software an, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Viele Anwendungen bieten ja eine Möglichkeit, auch Bildschirm zu teilen. Klappt mehr oder weniger gut. Bei einigen ist es so, dass es eine höhere Qualität hat. Bei anderen ist es wiederum so, dass es eine niedrigere Qualität hat als die Webcam. Und bei einigen Software, zum Beispiel Microsoft Teams, ist da ganz nervig. Da kann, glaube ich, nur einer den Bildschirm teilen und der wird automatisch allen angezeigt und die Webcam-Bilder fliegen raus. Keine Ahnung. Hier so kann halt jeder sein Bild machen und ihr könnt dann ganz normal über die Teilnehmerliste auswählen, wen ihr gerade sehen wollt.
Das finde ich halt immer etwas angenehmer. So, genug geschwafelt. Ich kann jetzt hier euch zeigen, wie ich... Was können wir tun? Wir können nachgucken, wie viel Festplattenspeicherplatz ich hier habe. Das kann dann jetzt die ganze Welt sehen. Jedenfalls die 0 Personen, die außer mir hier in der Videokonferenz sind. Okay, und ihr eventuell, weil ihr so komische Videos guckt. Aber naja, ihr seht, denke ich, jetzt, was man alles mit hier dem OBS machen kann. Vorausgesetzt, ihr habt vernünftige Hardware. Eventuell ein bisschen Gaffer an der Webcam, dass er nicht die ganze Zeit rutscht. Aber technisch tut das Ganze, wie ihr seht, was es soll.